Du willst wissen, wie man den Trinity-Krawattenknoten bindet? Dann bleib dran. Du hast dir eine Krawatte geschnappt und um den Hals gehangen. Gut, dann kann es jetzt losgehen. Man nimmt das breite Ende der Krawatte in die rechte Hand und das dünne Ende der Krawatte in die linke Hand. Dann tarieren wir das Ganze so aus, als ob die Krawatte schon fertig gebunden wäre, so dass das breite Ende richtig abschließt unten am Hosenbund. So, dann machen wir in das breite Ende hier eine Falte, halten das Ganze und gehen dann mit dem dünnen Ende vorne einmal rum. Dann nach hinten und oben durch. So, das Ganze lassen wir dann nach rechts auslaufen, gehen dann hinten einmal rum mit dem dünnen Ende, dann nach vorne und wieder oben durch. Diesmal lassen wir es links auslaufen. Hier. Dann gehen wir vorne einmal rum, legen hier den Finger hin, während wir vorne einmal rumgehen, sodass dort noch etwas Aussparung bleibt. Gehen hinten rum, dann von hinten oben durch und dann genau dort, wo wir gerade den Finger drin haben, einmal durch die Schlaufe. Das Ganze sieht jetzt quasi schon aus wie ein fertiger Krawattenknoten, wäre aber etwas albern, wenn das dünne Ende auf einmal vorne ist. Dann ziehen wir hier wieder etwas die Lasche heraus, legen dort den Finger rein, gehen hier nach links, nach hinten mit dem dünnen Ende, hinten einmal rum. So, jetzt guckt der hintere Teil hier nach vorne, hier sieht man die Naht der Krawatte. Gehen wir vorne wieder durch. Diese Schlaufe, die wir gerade eben gelegt haben. Das Ganze ziehen wir dann ganz leicht fest und fertig ist der Knoten. Wichtig ist, dass man hier nicht besonders festzieht, denn wenn man das Ganze fest verschnürt, sieht das einfach nicht mehr schön aus. So hat es so eine gewisse Eleganz, sieht einfach gut aus. So, das Ganze ziehen wir natürlich noch hier zum Kragen hin fest, damit das gut abschließt. Ansonsten wirklich sehr locker lassen, damit es wirklich, ja, gut aussieht. Jetzt haben wir hier natürlich das Ende und das lassen wir einfach unter dem Hemdkragen verschwinden. Den klappen wir um. So. Und ich finde, das sieht doch ganz gut aus dafür, dass ich es gerade vor der Kamera gebunden habe und nicht vom Kleiderschrankspiegel. Ich denke, das lässt sich sehen. Du weißt jetzt, wie man den Trinity-Krawattenknoten bindet. Ein sehr schöner Knoten, ich wünsche dir viel Spaß damit. Wenn du dich für Krawattenknoten interessierst, dann schau mal hier rein in dieses Video. Dort zeige ich, wie man den Eldridge-Krawattenknoten bindet. Das ist ein sehr raffinierter, verspielter Knoten, der dennoch elegant ist. Damit bist du der Hingucker auf jeder Party. Ja, schreib mir doch bitte unter diesem Video hier, unter die Videokommentare, ob euch das Video gefallen hat, ob ich noch mehr Krawattenknoten vorstellen soll oder ob ich mal zeigen soll, wie man eine Fliege bindet. Oder. Ja, wenn es gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, erfreu dich einfach deines neuen Krawattenknotens. Der ist wirklich genial. Viel Spaß damit. Love, Peace and Guacamole. Bis dann. Ciao. Ich gucke am liebsten Devils Videos.